Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy 14 mit Nia, Tyrion, Elbe und Katz. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen ein weiteres Mal. Ja. Freut mich besonders, dass Tyrion heute dabei ist, zum allerersten Mal. Und er hat heute Geburtstag, habe ich gerade eben erfahren. Ja, alles Gute. Alles Gute. Ich fühle mich sehr hier auch noch mal live, dass du an deinem Geburtstag ein Let's Play mitmachst. Und wir haben sogar noch ein Jubiläum heute, das wisst ihr noch nicht. Das ist jetzt die 300. Folge. Oh mein Gott, ich fühle mich so geehrt. Ja. Die große 3 vorne. Ja. Und eigentlich wollte ich gar nicht erst mitmachen bei dieser Folge. Und also haben wir 2 große 3 vorne dran, ja, sozusagen, ja. Genau. Einmal Tiri und einmal die Folge. Schön. Okay. Ja. Letzte Instanz vor dem großen Finale, oder eigentlich ist das das große Finale der Heavensward Storyline. Ich würde sagen, wir gehen rein, oder? Ja, bitte. Ab dafür. Ach ja, stimmt, ich wollte gerade noch gucken. Hast du dein neues Outfit eigentlich eingefärbt? Nee, ne, das sieht nein, so das auch. Ist ganz normal. Ah, ja. Das ist das Standard-Outfit, das habe ich das kann man mir von auch gar den nicht. Punkten gekauft. Ah, okay, ist klar, okay, ich sehe. Oh, tu mir mal den Gefallen und blende einmal kurz den Helm ein, bitte. Oh nein, der sieht so scheiße aus. Einmal nur ganz kurz. Da kannst du direkt wieder weg, Mann. Der sieht so scheiße aus, der Helm. Aber ganz ehrlich, wenn du. Also, wenn dein Outfit vielleicht noch ein klein wenig. Also nicht so kriegermäßig wäre, aber so mit den Hörnern und so. Wie heißen hier nochmal die weiblichen. Also hier nicht Vampire, sondern. Nein, nicht die Rasse meine ich, sondern diese Fantasy-Wesen. Die weiblichen, die. Succubus? Ja, danke! Genau so! Passt auch mit der Hautfarbe und so. Ja, Entschuldigung, das wollte ich nur anmerken. Alles klar. Wir können rein. Ist das Standard-Outfit, das man jetzt für die Poetic-Punkte bekommt? Ah! Ist das ein. Hellfire, oder? Die sehen job-spezifisch, ich kann dieses Wort nicht aussprechen. Job-spezifisch, ja. Ja, job-spezifisch. Also rollenspezifisch, das ist für alle Tanks. Danke. So. Ah, okay, und jetzt aber für Heiler und DD sehen die dann entsprechend auch wieder anders aus. Das ist dann nicht Hellfire, oder wie? Ich habe mich mit diesem Set nie beschäftigt. Heiler hatten, glaube ich, ein Shiva-inspiriertes Set. Das du die Punkte in Heavensward bekommen hast. Das ist ganz normal für die Poetic-Punkte. Boah, da habe ich mich doch nicht mehr drum gekümmert. Das waren damals die anderen Punkte, die man dann irgendwie gedingst hat. Deswegen habe ich mich um die Poetic-Punkte habe ich mich nicht geschert. Das waren damals. Das waren ja damals noch die anderen. Das ist ja inzwischen sind's die Poetic-Punkte, weil es die anderen ja nicht mehr gibt. Ach so, okay. Ach, deswegen. Ja, siehst du, da habe ich mich nie mit beschäftigt. Die Tanks haben das Ifrit-basierte Hellfire-Set. Die Heiler haben das Shiva-basierte. Weiß ich schon gar nicht, wie das hieß. Ja. Und gab es dann noch so einen Unterschied zwischen Fern- und Nahkämpfer, oder? Da das unterschiedliche Equip-Klassen sind, müsste eigentlich, oder? Ich glaube, ja. Und wir gucken, vielleicht gibt es auch noch was Tolles zum Glammern oder so. Ich mache das wahre Endgame. Glammer-Teile finden. Ja, das mache ich jetzt mit Elbe nicht und mit Elbe auch nicht. Ja, gut. Aber du spielst ja auch nicht so häufig. Ja. Ja, ich habe ja im Moment so ein bisschen Durchbruch. Ich habe gerade ein bisschen wenig Lust zu spielen. Ich gehe gerade. Aber auf. Links rum. Wo war halt? Andere Seite. Nee, ich gehe gerade im. Wenn ich jetzt nicht gerade Let's Play auch ein bisschen zu rennt, ich spiele gerade ein bisschen Star Wars hier oben. Oh. Aber eher als Solo-Spiel. Ach so, okay, also. Und ist gut? Von der Story her ja, also vom Gameplay kann es nicht mithalten, aber hat eine coole Story. Story ist auch wichtig, also ja. Es geht nicht immer nur um Gameplay. Oh, hatte ich vergessen. Also, sonst würde ich es auch nicht fremd gehen, aber ich mag die Story. Und da hat halt auch jede Charakterklasse hat ihre eigene Story. Das ist natürlich dann geil gemacht. Zumindest glaube ich bis Level 50, aber soweit bin ich noch nicht. Also zumindest so eine Story nicht mit Level schon. Dann gibt es irgendwie halt 8 Charakter-Klassen-Stories und dann eben eine durchgehende Main-Story. Und es gibt dann halt noch
eigentlich zwei Main Stories. Einmal, ob er jetzt für die Republik oder für die Erde macht ganz Spaß, aber er sagt, das ist ja, glaube ich, nicht so das Langzeitding jetzt für mich, wenn ich die Story durchführen kann. Okay, und dann hoffentlich mal wieder ein bisschen mehr Final Fantasy. Ja. Es ist im Moment halt auch wenig Content, der mich reizt. Also ja, jetzt gut. Hier Final Fantasy, das Heaven on High ist heute, aber... ist jetzt nicht so mein Ding. Naja, meins auch nicht. Das haben sie leider, also finde ich für mich persönlich, zu langweilig gestaltet. Weil einfach nur sinnloses Grinden, dafür brauche ich nicht nochmal eine extra Welt in dem Sinne. Mit einem eigenen Level-System, mit einem anderen... Ich vergesse diese Wände hier die ganze Zeit. Aber das gibt hier schon Leuchtewaffen. Was? Eureka meinst du jetzt, oder was? Nein, ach so. Ich dachte gerade so, hä? Nein, Heaven on High. Heaven on High mache ich ja auch, weil ich dadurch meine Jobklasse gerade hochlevel. Finde ich ja auch an sich ganz okay. Es ist halt einfach nur PODT neu aufgesetzt. Kann man immer nicht anders sagen. Gut, ich muss jetzt sagen, also ich habe jetzt ja eine Gruppe, mit denen ich von 30 bis 100 machen will. Es sieht jetzt, die Räume sehen oben nicht so großartig anders aus. Erst aber ab Level 40 ein bisschen. Und sie haben viele alte Skins und Gegner wiederverwertet. Auch aus Final Fantasy 11, was ich persönlich sehr cool finde. Da haben sie zum Beispiel die Karten, diese Kartentypen aus Windurst, haben sie wieder hoch aufleben lassen. Guardians? Ja, die Guardians da, diese Kartentiecher. Ich fand das total cool, als ich die da gesehen hatte. Das war sehr nostalgisch. Also sie haben, wenn ich das jetzt zumindest auch richtig gesehen habe, hier nicht, also die Namen natürlich nicht und auch nicht die entsprechenden Farben, also Kartenfarben, also kein Karo oder Pik oder Herz oder so. Sondern die, aber das Design ist genau wie die. Das fand ich schon ziemlich cool. Ja, aber ansonsten ist jetzt... Ja, das ist irgendwie so gerade die Flaute in der Mitte des Patch-Zyklus von dem Add-on. Ja. Ja, das hatte ist ich auch bei so. Heavensward schon um die Zeit. So ja, Patch ging 2, mir genau so leider. War so, oder 3-3 rum war irgendwie bei mir sogar ein bisschen so ein Loch, wo ich dachte, ich weiß nicht, was ich tun soll. Hä, ja, das ist so wie Ulle gemacht, einfach alles auf 70 ziehen. Ja, ich weiß. Dann habe ich halt eben auch das, dann noch was anderes, was ich gerne spiele. Ja, aber das ist ja auch nicht weiter tragisch. Also ich meine... Nee, manchmal braucht man einfach... Ist das dann halt einfach so. Im Grunde genommen spiele ich das Spiel seit Release fast ohne Unterbrechung durch. Halt jetzt nicht so exzessiv wie andere. Mhm. Manchmal braucht man... Und piu! Meine Stiefel werden... Also ich meine, ich muss ja sagen, ich hab ja... Ja, vor dem ganzen System Boss, was macht der eigentlich? Quatsch. Der macht nichts, der hüpft ein bisschen durch die Gegend und... Wieso? Jetzt bin ich an den Nahkämpfer gewöhnt. Ich hab Kacke. Ich level gerade Ninja nebenbei hoch und deswegen bin ich jetzt die ganze Zeit in Heaven on High dran gewöhnt gewesen. Ich muss an dem Boss, an dem Mob dranlaufen. Jetzt wollte ich gerade als Bade auch dranlaufen, damit ich ihn treffe. So, die Viecher killen wir. Und den Boss weichen wir aus. Ich meine, die fliegen nach einer Zeit sowieso in die Luft, aber wenn man es dem Heiler nicht allzu schwer machen will oder so, dann... ...hilft man die halt einfach vorher. Ich weiß gar nicht mehr, dass Regenradar hier tatsächlich ein Boss ist. Hm. Schon ewig nicht mehr da drin. Ja, ich nämlich auch nicht. Aber das ist ja auch so ein typischer Dungeon, den die geben ein-, zweimal rein und dann nie wieder. Eigentlich habe ich den eine Zeit lang sehr regelmäßig gespammt, um Punkte zu farmen. Du hast hier drin keine Kissen, du kriegst hier drin nichts, aber dafür hast du reichlich Punkte bekommen. Bäh. Wo ist da hinten das?
Da ist noch ein zweites Tourette, aber egal, krieg ich nicht mehr down. Baum. Oh doch, vielleicht. Ich finde der Regular, ich meine, der ist ja jetzt erst in der Story frisch aufgetaucht, aber ich finde, der kriegt eine richtig coole Lebensstory noch. Ich kann mich überhaupt gar nicht mehr dran erinnern, das ist mein Problem. Im Namen des Kaisers! Der kommt in der Kriegstiraten-Story vor. Kriegs was bitte? Auf Englisch? Ach, War and Riot. Ja. Boah, optional, spoilere ich ein bisschen, was alles in der Patch-Phase kommt, die optional. Hier kommt niemand! Aber ja, als du das gesagt hast, habe ich mich wieder daran erinnert, was mit dem los ist. Ich kann mich gerade nicht mehr dran erinnern. Keine Ahnung. Ich will nicht spoilern. Ja, ja, alles gut. Könnt ihr mir ja nachher erzählen. Ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Es ist zu lange her. Ich fände es cool, wenn man diesen Gang mal wirklich langlaufen könnte. So eine halbe Stunde geradeaus. Ja, genau. Fresh. Hier muss man sehr oft links abbiegen. Die haben es nicht so mit rechts. Ja gut, machen wir hier. Dadurch, noch ein bisschen dass ich chilliger. Weiß, dass alles da hinten noch kommt. Du landest da oben auf der Plattform, wo man dann in der Mitte diesen Bobble kaputt machen muss. Und dann sind da Ads aus dem Raum. Gut, es sind ein paar mehrere, aber ist schon okay. Ich kenn's nur mit Durchziehen aus den Farmpartys. Ja, ja. Genau, hier in der Mitte. Ach, den das Ding Load. Da, ja, ja, jetzt weiß ich wieder. Und jetzt kommen da gleich noch Ads aus den Seiten und ja. Hier vermisse ich manchmal mein Feuerfeld. Das habe ich damals nämlich immer hingelegt. Au! Hallo! Hallo! Ach, stimmt, hier habe ich ja. Hilfe! Hier habe ich immer schön mit Holy Light gespammt als Fightman. Yep. Nächste Mobwelle. Von links und. Ja, gut, links ist immer ein bisschen schlecht ausgedrückt. Westen. Bei der nächsten, also wir haben jetzt gleich nochmal sowas und da ist dann auch eine Chimäre dabei. Genau, das ist zwei waren, daran kann ich mich noch erinnern. Jetzt habe ich da so einen Bogenschützen in der Backe. Ja, der bewegt sich leider nicht. Ja, der läuft ja, nicht. Ja. Bist ein Heiler, stell dich nicht an. Hey, wir haben kein Feld. Cool. Es gibt ja auch diese Felder, die legen, diese blau-lila dunklen ja, Dot-Dead-Felder. Geht ihr uns schon wieder nach links abbiegen? Ich lass dich mal vor. Und ich glaube, die Chimäre ist aber erst bei der zweiten Welle jetzt dabei. So, da hinten kommt die Chimäre. Und da haben wir auch schon ein Feld. Vorsicht. Du stehst nämlich drin, ey. Steh ich drin, oder? Jetzt nicht mehr. Ja. Reload Range. Ramp's Voice. Jetzt erwischt. Jo. Okay. So. Bäh.
Na gut. Aber ging noch ganz gut. Genau. Ja, und da müsste jetzt eigentlich schon der zweite Boss kommen, oder? Wenn ich richtig im Kopf hab. Das ist ja schön, ne? Zusammengewürfelt. Genau. Schön zusammengewürfelte Keulkämpfe. Genau, stimmt. Der hat ja ständig geändert seine Form. Genau, in alle möglichen Bosse aus Keul und ein paar ausgesuchte Moves, die die drauf haben. Na dann, gehen wir's an. Oh ja. Treten wir ihm in den Arsch. Hübschen Steingesicht. Schlange. Zeige dir, wie Schlange ich sein kann. Muss ja irgendwie immer dran denken in dem Augenblick. Ach, der. Switching auf der Haar, da kommt die nächste. Weg! Oh. Als nächstes müsste er, hier... Heißen die nochmal? Avatar? Oh ne, erst kommt noch das, okay. Ja, aufpassen wegen den Feldern, die er legt. Ich stelle mich zu Chibi. Nein, nicht du, nicht du, Tiere, nicht! Nur einer. Ja. Das. Nee. Das ist ein kleines Feld gewesen, da muss nur einer reinstehen. Viel zu lange her. Ja. Ne, deswegen hatte ich ja nur gerade gemeint, ich stelle mich zu Chibi. Aber das war wahrscheinlich missverständlich aufgefasst. Ja, die großen Kuschelmarker gibt's noch nicht. Die kommen bald. Nee, die gibt's hier noch nicht. Wie gesagt, das sind halt Keultaktiken. Und ich weiß, wie wir damals bei dem Turn... Boah, das war... Kleines Feld, großes Feld, wegschehen. Wegschehen. War eine Mischung zwischen wegdrehen und wegschauen. Ja. Moin. Subject approved for mass production. Stimmt. Steht da ja auch. Outstanding. Jo. Und jetzt kommt das, Aufzug was SD am liebsten macht. Ja. Alle da? Ja. Dann Aufzugfight, genau. Yay! Ich glaube, das ist Voraussetzung, in jedem Finale muss ein Aufzugfight dabei sein. So ungefähr, ja. Obwohl es Dorfland ist kein Aufzugfight, glaube ich. Noch nicht. Bisher nicht, nein. Ich erinnere mich zumindest an keinen. Alter, sehe ich aus wie eine Zielscheibe oder was? Hallo. Naja, ein gewisser Boss schleudert einen zumindest ziemlich weit nach oben. Kann man das als Aufzug werfen? Nein. Es ist eine weiter oben liegende zweite Plattform. Und man fährt runter. Oh Mann, ach Gott. Das ist aber eine sehr weit. Eine sehr weit gefächerte Definition von Aufzugkampf. Da war's, ja. So, jetzt geht's, glaube ich, schon fast gegen Ende. Nee, da kommen. Nö, da kommen noch jetzt. Na gut, dann machen wir halt erst den Taumaturgen. Ich find's so cool, dass das noch die alten, also die Grundjobs sind. Mhm.
Oh, komm, noch mal ein paar Ads. Shoppen. Oh, kühle Luft. Bei dir ist kühles Lüftchen. Ja, ich sitze direkt an der offenen Balkontür und es weht gerade so herrlich rein. Oh. Ich beneide dich gerade. Ja. Ich glaube, ich würde mich auch beneiden, wenn ich nicht selber wäre. Also, wenn es darum geht, unsere Temperatur hier im Haus steigt nie über 24 Grad. Oh. Das ist gut. Fuß, du hast eine Klimaanlage. Nein. Das Haus ist so isoliert und gebaut. Hier passiert einfach nichts. Oh. Also, zumindest hier unten. Oben haben wir kein Thermometer, aber da. Gefühlt ist es da deutlich wärmer. So, dann. Jetzt glaube ich, hier ist dann eine Zone, oder? Nein, immer noch. Nee, noch nicht. Erst wenn es auf einmal ein ganzes Stück Schnur geradeaus geht. Und du siehst die Pünktchen. So ein seltener Anblick, Chibi als White Mage. Aber gefällt mir. Der Hau liegt mit. Und den Chappi. Kann ich gleich noch mal welche? Ja. Den Seiten hier, ne? Wenn sie kommen, schnapp ich sie. Der Angriff heißt Death's Door. Komm, dann schnapp sie dir. Pokémon. Ah, sieht doch gut aus. Wir sollten aber in einer. Aber wenn ich den nicht so tot gefarmt hätte, dann hätte ich viel mehr. Also dann würde ich den. Die finde ich eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Aber die habe ich einfach tot gefarmt. Ja. So, jetzt fahren wir runter. Die war zuerst ja zur Release gar nicht mit im Roulette. Ne, genau. Und als sie dann im Roulette war, hat man sie nur noch bekommen. Dann hat man sie nicht mehr sehen können. Ja, und ich habe sie wie gesagt auch außerhalb gefahren, weil du bekommst hier drin kein Equipment. Aber eben... So, jetzt kommen gleich die Zonen. Ja, okay, dann würde ich an der Stelle ganz überraschend die Folge beenden wollen, weil es jetzt so... großen Finale geht mit dem Endkampf und den machen wir in einer Folge. Deswegen einmal ganz kurz, macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bei uns geht's gleich weiter. Bis gleich, bis später, bis nachher, tschüss. Man sieht das nicht, wenn ich hier winke, ne? Naja, gut.